Wie gelingt Führung in der digitalisierten Arbeitswelt? Es lohnt sich, in das Thema einzutauchen, denn bei New Work geht es nicht darum, Arbeit neu zu machen, sondern es geht darum, sie für alle besser zu machen. Aber wie? Digitalisierung, Agilität, New Work und genauso auch Digital Leadership, all das sind Buzzwords, die man gerade an jeder Ecke hört. Und wenn die Dichte nebliger Buzzwords hoch ist, ist das meistens ein Indikator dafür, dass gerade irgendwas passiert, was wir noch nicht so ganz greifen können. Und tatsächlich, die Arbeitswelt ist in einem massiven Wandel. Die Abkürzung VUCA bringt die Herausforderung gut auf den Punkt. VUCA, ein weiteres Buzzword, steht für Volatility, also schnelle, ständige Veränderung, Uncertainty, Unsicherheit, geringe Planbarkeit, Complexity, komplexe, gleichzeitige Prozesse und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit, Unklarheit. Kurz, die Welt wird schneller und unvorhersehbarer. Und Führung kommt eine zentrale Rolle zu, den Übergang in diese neue Arbeitswelt aktiv zu gestalten. Und deshalb geht es in diesem Video um Digital Leadership. Wir wollen Lust machen, sich der Frage anzunehmen, wie gelingt Führung in der digitalisierten Arbeitswelt? Bevor wir über das Wie zu Digital Leadership sprechen, möchte ich noch kurz auf das Warum eingehen. Also, warum muss man heute eigentlich anders führen als in der alten linearen Welt? Die Antwort: Weil es im Komplexen heute schlicht unmöglich ist, als einzelner Mensch auf jedes Problem eine Lösung zu haben. Von oben durchregieren ist nicht mehr möglich. Auch das Arbeiten in dezentralen Teams, die in der ganzen Welt verteilt sind oder vom Homeoffice aus, bedeutet für Führungskräfte einen Verlust an Kontrollmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass die Generations Y und Z, also alle, die nach 1980 geboren sind, ein Wertefundament haben, das einen ganz anderen Blick auf Arbeit mit sich bringt. Und damit auch andere Erwartungen an Führung und Unternehmen. Mitarbeiter wollen heute gestalten können. Sie fordern Autonomie, sie wünschen sich Selbstverwirklichung und Sinnorientierung auch bei der Arbeit. Also muss auch Führung demokratischer werden und Verantwortung stärker geteilt werden. Zumindest dann, wenn man als Arbeitgeber für gefragte Fachkräfte attraktiv bleiben will. Nach unserer ersten Bestandsaufnahme zeigt sich also, Führungskräfte befinden sich auf ganz schön glattem Parkett. Als Chefin oder Chef sollen sie einerseits eine ganz klare Richtung vorgeben und andererseits total agil und flexibel sein. Sie sollen orientierungsstiftender Leuchtturm sein und gleichzeitig Hierarchien abbauen. Sie sollen knallharte Ergebnisse liefern und ihr Team trotzdem sinnstiftend motivieren. Das klassische Verständnis von der Führungskraft als Manager trifft also auf ein neues Verständnis von der Führungskraft als Coach. Es ist sozusagen Sagen versus Fragen. An der Spitze stehen versus dem Team den Rücken stärken. Anweisen versus Befähigen. Kontrollieren versus Inspirieren. Das Resultat von diesem Spannungsfeld ist Verwirrung. Weil man fragt sich zu Recht, wie führe ich denn jetzt richtig? Das Schöne und das Schwierige an der Antwort ist, wir brauchen beides, um den Anforderungen der VUCA-Welt gerecht zu werden. Als Führungskräfte dürfen beide Pole miteinander verbinden. Denn auch in der neuen Arbeitswelt braucht es jede Menge Klarheit und Orientierung. Und es braucht auch noch immer jemanden, der sich traut, wo nötig, die richtig schwierigen Entscheidungen zu treffen. Sie können sich Ihre Führungsaufgabe also vorstellen wie einen bewegten Tanz. Je nach Situation nutzen Sie Methoden und Stile von der einen oder von der anderen Seite des Spektrums oder Sie verbinden diese. Sie müssen also nicht den einen perfekten Führungsstil entwickeln, sondern Sie dürfen Führung aus der Situation herausdenken und immer wieder neu anpassen. Musik
Was braucht's denn jetzt für so einen Tanz, der Spaß macht und anderen Lust macht, mitzumachen? Ganz verkürzt lautet die Formel Vertrauen und Verbindung und Struktur und Self-Leadership. Vertrauen und Verbindung ersetzen die verloren gegangenen Kontrollmöglichkeiten. Und deshalb müssen Sie in Vorleistung gehen und einen kräftigen Vertrauensvorschuss geben. Denn Vertrauenswürdigkeit kann man nur beweisen, wenn man vom Gegenüber, also vom Chef oder der Chefin, auch die Chance dazu bekommt. Eine wichtige Voraussetzung für eine vertrauensvolle Teamkultur ist die sogenannte psychologische Sicherheit. Das ist ein Modell von Amy Edmondson von der Harvard Business School. Und es ist nachgewiesen, dass psychologische Sicherheit die Performance und auch die mentale Gesundheit von Teams steigert. Psychologische Sicherheit entsteht dann, wenn man sich zum einen zugehörig fühlt, wenn man gefahrlos dazulernen kann, also auch mal Fehler machen kann, wenn man seine Sichtweisen einbringen kann, ohne Gefahr zu laufen, dafür bloßgestellt zu werden. Und dann, wenn es erlaubt ist, auch mal den Status quo zu hinterfragen. Was heißt das jetzt für die Praxis? Fragen Sie sich selbst. Wie sicher ist es für mein Team eigentlich, Fehler einzugestehen? Kann wirklich jeder ungestraft offen seine Meinung sagen, auch wenn sie gegen den Mainstream geht? Wie sicher ist es, Kritik zu äußern oder auch mal eine Entscheidung der Vorgesetzten zu hinterfragen? Die zweite wichtige Basis ist, wie gesagt, in Verbindung zu sein. Denn Vertrauen verstärkt die Verbindung und Verbindung stärkt das Vertrauen. Das hängt also eng zusammen. Verbindung braucht es, um das Zugehörigkeitsgefühl und den Teamspirit aufrechtzuerhalten. Und das ist besonders in der virtuellen Zusammenarbeit eine echte Herausforderung. Der Weg dahin führt über Empathie und über aktives Zuhören. Mit Empathie ist die Fähigkeit gemeint, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen und dann adäquat auch zu reagieren. Aktives Zuhören bedeutet, kurz gesagt, aufrichtig interessiertes Zuhören. Und zwar mit dem Ziel, den anderen zu verstehen und nicht mit dem Ziel, schnellstmöglich eine Antwort zu geben. Kommen wir zu Struktur und Self-Leadership als wichtige Zutaten für gelingende Führung. Struktur. Tja, auch selbstorganisierte, autarke Teams brauchen einen klaren Rahmen, in dem sie ihren Job machen können. Und genau diesen Orientierungsrahmen zu schaffen, die Unternehmensvision in Ziele, in Aufgaben und Rollen zu übersetzen, das ist Aufgabe der Führungskraft. Und dazu gehört es auch, den strukturellen Rahmen zu schaffen, um gut im virtuellen Setting arbeiten zu können. Denn bei Remote Work geht es nicht darum, möglichst realistisch nachzuspielen, wie es im Büro so ist. Nee. Ziel ist es, Vorteile von Remote Work auszuspielen und die Nachteile abzufedern. Und dafür braucht es neben der entsprechenden technischen Ausstattung flexible Arbeitszeitmodelle und vor allem ein gemeinsames Verständnis, wie die Kommunikation und die Zusammenarbeit organisiert wird. Entwickeln Sie also gemeinsam mit Ihrem Team passende Meetingroutinen und auch verbindliche Regeln. Egal ob Mail, Videocall, Chat, es muss einfach allen klar sein, welches Medium nutzen wir für was. Welche Themen gehören ins Daily Stand-Up-Meeting und welche Fragen klären wir besser in einem 1-zu-1-Gespräch. Und noch ein Impuls, der es einfacher macht, Kontrolle abzugeben. Richten Sie Ihren Fokus konsequent auf Ergebnisse. Es ist nicht wichtig, wo und wie die Dinge erledigt werden, sondern dass sie erledigt werden. Dieser Fokus auf Ergebnisse schärft Ihren Blick fürs Wesentliche und gibt Ihrem Team den nötigen Freiraum, wirklich selbstverantwortlich zu arbeiten. Kommen wir zum letzten Punkt für das Führen auf dem Tanzparkett. Und das ist kein kleiner. Self-Leadership. Mit Self-Leadership ist die Fähigkeit gemeint, sich selbst zu reflektieren und innerlich so auszurichten, dass man als Führungskraft gut wirksam werden und gleichzeitig auch bei sich bleiben kann. Denn nur wer sich wirklich mit seinen eigenen Stärken und Schwächen gut kennt und auch seine Emotionen erkennen und managen kann, hat die nötige innere Klarheit, um auch im Außen Klarheit zu vermitteln. Self-Leadership ist also eine gleichwertig wichtige Führungsaufgabe und geht Hand in Hand mit einer bestimmten inneren Haltung. Also wer jetzt Lust auf noch ein Buzzword hat, der kann das auch Mindset nennen.
Ob jetzt Mindset oder innere Haltung, ein paar Stichworte, wie das aussieht. Zum einen Offenheit, Mut, Neues zu probieren, Empathie und Mitgefühl, übrigens auch für sich selbst, und Demut und Lernbereitschaft. Wichtig ist dabei auch ein positives Fehlerverständnis, also Fehler als Entwicklungschancen zu sehen und nicht als Versagen. Zum Schluss verrate ich noch zwei Zutaten aus dem Haltungskoffer eines Coaches, die für VUCA-gestresste Führungskräfte ganz besonders hilfreich sind. Das ist zum einen das tiefe Vertrauen in die Lösungskompetenz des Gegenübers und es ist die Fähigkeit, seine eigenen Grenzen zu erkennen, sie anzuerkennen und auch anderen offen gegenüber zu kommunizieren. Und das Tolle an diesen Haltungsprinzipien ist, sie verschaffen uns Raum zum Tanzen. Endlich müssen wir als Führungskraft nicht mehr alles besser wissen. Endlich müssen wir nicht mehr jedes Problem selbst lösen. Und endlich dürfen auch wir mal offen sagen, wenn wir etwas nicht können oder es noch nicht können. Zeit für ein kurzes Fazit. Führung in der digitalisierten Welt ist zwar nicht einfacher geworden, aber sie kann leichter werden, wenn wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Wichtig sind Vertrauen und Verbindung, Struktur und Self-Leadership, ein offenes Mindset und ein positiver Umgang mit Fehlern. Wer den Mut hat, wirklich Kontrolle abzugeben und die neuen Spielregeln umarmt, der bekommt als Gewinn mehr Freiheiten und Gestaltungsräume und noch dazu ein motiviertes Team. Und das Beruhigende ist, das Neue ist für uns alle neu. Wir alle sind Lernende und unterwegs in die neue Arbeitswelt. Und was auch digital alles möglich ist, hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Eine allerletzte Bemerkung möchte ich mir noch erlauben. Auch wenn beim Tanzen meistens der Mann führt, in Zeiten von Digital Leadership sind Frauen ganz genauso gefragt. Sie bringen ganz viel von dem mit, was wir so dringend brauchen, um die neue Arbeitswelt nicht nur neu, sondern auch besser und vor allem menschlicher zu machen.